sich im Winter der Tag im norwegischen Skiort Geilo dem Ende neigt und die Temperaturen drastisch unter den Gefrierpunkt sinken, kann man hier so manch schrägen Ton hören. Oft kilometerweit. Denn einmal im Jahr findet hier auf einem zugefrorenen See eines der seltsamsten und ganz sicher eines der kältesten Musikfestivals der Welt statt. Die Musiker spielen ausschließlich auf Instrumenten aus purem Eis. Die Zuschauer sind begeistert, nicht nur von der Musik. Das ist wirklich eine eindrucksvolle Bühne. Ich weiß gar nicht, wie sie das gemacht haben. Großartig. Das alles bei Vollmond, mitten im Wald und auf dem Wasser. Magisch. Dieses Mal ist auch die Hornistin der Berliner Philharmoniker Sarah Willis mit dabei. Sie berichtet über das Festival in ihrer Sendung Sarah's Music, dem wöchentlichen Klassikmagazin der Deutschen Welle. Der norwegische Percussionist Terje Isungset hat sich das Spektakel 2006 ausgedacht. Er verbindet mit dem Festival auch eine ökologische Botschaft. Wir haben den Klimawandel jetzt. Das Eis schmilzt. Ich glaube, nur mit Eis und Wasser zu arbeiten, ist ein wichtiger Kommentar dazu. Drei Tage dauert das Eismusikfestival von Geilo. Mehr als 3500 Tickets wurden verkauft. Die Instrumente werden erst am Tag des Konzerts gebaut. Das Eis stammt aus den zugefrorenen Seen der Umgebung. Bis die Eisinstrumente der 26 Musiker richtig gestimmt sind, wird lange am Feintuning gefeilt. Wir probieren immer neue Dinge aus. Meine Aufgabe ist es, Ideen zu haben und das Programm und die Künstler auszuwählen. Dieses Jahr haben wir die riesige Tuba und afrikanische Trommeln, die wir noch nie ausprobiert haben. Der Höhepunkt des Festivals ist jedes Jahr das Mitternachtskonzert auf dem zugefrorenen See von Geilo. Alles, was hier aufgeführt wird, ist improvisiert. Ob die Instrumente die ersten Takte überstehen, ist ungewiss. Denn nach und nach verlieren sie nicht nur ihre Form, sondern auch ihren Klang. Zwei Stunden dauert das Konzert. Einzigartige Klänge inmitten der arktischen Kälte.